Den ganzen Tag, guck mal, auf dem Tacho, es ist noch morgens. Hallo! Es ist noch sehr, sehr früh. Wir fahren jetzt einkaufen. Jetzt wird zumindest der Einkauf ausgepackt. Toll, wir haben was vergessen. Aber es ist immer so, wenn wir einkaufen, vergessen wir grundsätzlich immer irgendwas. Aber ich bin halt nackt. Bist du nackt? Ich will ja, glaube ich, niemand mein Glied sehen, oder? Bist du nicht mehr nackt? Nein, jetzt nicht mehr. Yay. Aber Daniel ist so eine Nervensäge, ne? Komm her jetzt, bitte! Ja, jetzt kommst du nicht mehr hin, bitte! Ja, du nervst was nicht! Du rum? Ja, du furzt rum! Ich weiß, warum du so aggressiv bist. Warum? Erdbeertage. Du hast die rote Ampel. Ich habe bei Kaufland von Giotto eine neue Sorte entdeckt. Obwohl, nur für kurze Zeit. Das ist kein Placement. Es ist kein Placement. So, das ist das normale Giotto. Und das ist weiße Mandel. Und das wollte ich jetzt mit Daniel probieren. Mit Daniel oder wollte Daniel probieren? Nee, mit Daniel. Ich will das probieren. Ich möchte aber, dass du auch probierst. Ich habe Muskelkater im Oberschenkel. Oh, die Verpackung ist verschieden. Ich habe Muskelkater im rechten Oberschenkel. Okay. Ja. Und jetzt? Normalerweise, wenn man gerade frisch zusammen ist, wird die Partnerin fragen, wieso, mein Schatz? Ja, ich dachte doch, und jetzt? Ja, das ist dann so nach 3 Jahren so. Und so in 5 Jahren heißt es dann so, das will mich nicht. Also, es sieht schon mal heller aus. Siehst du? Die fragt nicht. Oh Mann, was hast du denn? Stopp! Was hast du gemacht? Was ist passiert? Dann kriegst du nichts. Das ist mir scheißegal. Sag doch mal, was ist denn passiert? Warum hast du Schmerzen im Oberschenkel, lieber Schatz? Soll es heute regnen? Antworte mir. Ich habe Muskelkater. Warum? Im rechten Oberschenkel. Ja, warum? Warum? Sag mir warum. Hast du irgendwie Zeitdruck? Du nervst mich gerade so durch, Alter. Bitte. Nerv mich. Ich habe auf der Arbeit Fußball gespielt. Aus wie da zum Ball gemacht. Ich kann heulen. War's das? Ja. Das war's. Ja. Gut, so. Auf jeden Fall ist es heller als das normale Giotto. Ihr könnt ja bitte mal alle in die Kommentare schreiben. Hashtag beruhig dich, Sandy. Aber es riecht Schreibt auf jeden Fall. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Hashtag Daniel halt's Maul. Es riecht nach Marzipan. Eine Frage an die Frauen. Scheiße, das riecht nach Marzipan. Wenn ihr rote Ampel oder Erdbeertage oder irgendwie sowas in der Art habt, seid dann auch so... Ja, heute gehst du mir halt extremst auf den Sack, Daniel. Kann ich nicht... Selbst eine Fliege, die hier im Raum rumfliegt, würde ja auf den Sack gehen. Seid ihr auch so nervtötend, anstrengend und einfach nur... So, jetzt essen wir das Ganze mal. Es riecht schon mal nach Mandeln. Schreibt es mit den Kommentaren. Ach, es riecht schon mal nach Marzipan. Das ist schon mal kacke. Wie findest du es? Schmeckt nach Marzipan. Magst du das? Ich mag kein Marzipan. Es bleibt mehr für mich. Ja, kann ich aber einmal probieren zum Vergleich? Schmeckt tausendmal besser. Schmecken besser? Kann man essen. Sag mal, ist deine jetzt. Das ist ein Arsch. Guck mal, ich habe jetzt eins gegessen. Seht ihr das? Fast am Heulen, weil ich ein Ding gegessen habe. Ja, damit, wenn mich das nervt, ich will das essen. Damit muss ich mich den ganzen Tag schon rumschlagen. Freunde, ihr wisst nicht, wie anstrengend das ist. Den ganzen Tag? Guck mal, auf dem Dacho ist es noch morgens. Ach du Scheiße, sind erst 2 Stunden wach. Guck mal, siehst du? Lass es sein. Pack mich nicht an. Ess doch bitte einfach deinen scheiß Giotto. Ich bin jetzt im Auto. Ich habe Sarah gefragt, ob sie nicht Zeit hat, also meine kleine Großcousine. Und sie hat ja gesagt und deswegen kommt die jetzt gleich. Und ich stehe jetzt gerade bei ihr vor der Haustür. Das Video für euch ausgesehen gestern, also Montag, muss ich gleich noch schneiden. Ich habe zwar schon angefangen, aber ich bin heute noch nicht fertig. Aber wir wollten nach Iserlohn. Sie hat ja heute ihr Zeugnis bekommen. Einige von euch bestimmt auch. Da sie einen mega guten Durchschnitt hat, habe ich ihr gesagt, als Überraschung können wir ihr eine Kleinigkeit gönnen. Und dann verbinde ich das noch damit, dass ich mal schauen möchte, wie das dort mit den Wimpern-Extensions aussieht. Mal gucken. Oh, da ist die Hübsche. Da ist die Ferien. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, hallo.
sieht viel schlimmer aus. Mhm. Welchen Weg nimmst du? Dann nehme ich den. Das finde ich cool, was die da oben anhat. Mit den das Schultern. Ja. Kennst du es? Hier, mach mal. Streich mal nach oben. Geil, oder? Als ob. Das ist ein Orangenflip und sie hat einen Erdbeerflip. Ich will auch mal probieren. Probier. Wie ist deine? Boah, deiner ist echt geil. Ich finde meinen besser. Du musst das mischen mit dem Eis. Das ist mega. So, wir befinden uns jetzt vor dem Laden. Und ich habe das noch nie gemacht. Ich werde gleich also Wimpern haben. Also ich habe ja jetzt auch. Aber halt diese Wimpernverlängerung. Ich weiß nicht, ob wir währenddessen filmen können. Falls ja, dann seht ihr es gleich. Falls nicht, dann seht ihr gleich das Nachher-Ergebnis. Oh Leute, ich bin mega am Tränen. Aber es ist geil. Es hat nicht wehgetan, man dreht automatisch, weil die die ganze Zeit am Auge rumfuchtelt, aber es ist cool. Ich bin wieder zu Hause. Warst du denn? Und auch Daniel ist jetzt hallo. Da. Hallo, wo warst du denn? Wo war ich denn? Ja, weiß ich ja nicht. Ja, komm mal her. Was Neues? Mhm. Na, guck mal hier, wo soll ich denn hin? Ich bin doch hier. Also, nichts mehr. Baby! Ja. Komm mal her. Ja. Deine Wimpern? Ich wusste, das ist mir dann schon aufgefallen. Jo, aber sagt nichts. Gut aus. Und die sind jetzt immer so. Ja. Das heißt, du musst nicht jeden Morgen wieder. Nein. Und nicht jeden Abend. Nein. Das ist jetzt so. Wie lange hält das? Ein Monat. Und dann muss das aufgefüllt werden. Das weil Auffüllen dann kostet 30 Euro im Monat. Ich habe jetzt vor, weil du siehst, ich habe in der Küche nichts gemacht. Ich möchte gerne jetzt mit dir nach Burger King fahren. Eigentlich dachte ich, er freut sich jetzt. Fast Food! Ich habe nur Angst, dass ich. Schatz, mach das doch nicht! Film das doch nicht, du Schlingel! Ja, bei diesem Bacon Clubhouse-Gedöns, ne? Ja. Ja, ja. Aber das Big Mac-Gedöns mit Pommes Mayo Cola. Richtig. Dann fahren wir bitte vor zum zweiten Fenster. Wird erledigt. Jo, danke. Ciao. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Kommen wir nun zu Dynamite des Tages. Dynamite des Tages ist Julie S. Sie schrieb, woher ist deine Hülle, Sandy? Woher ist sie denn? Wir haben diese Frage absichtlich genommen, da mir aufgefallen ist, dass in den letzten Videos das nur noch steht. Nur sie ist aufgefallen, es ist so oft in den Kommentaren vorgekommen. Aber das habe ich schon mal beantwortet, aber ich mache es jetzt einfach nochmal, damit es ein für alle Mal geregelt ist. Diese Hülle hier habe ich aus dem Laden Case in der Tiergalerie Dortmund. Ihr müsst mal schauen, ob ihr Case auch bei euch habt. Ich weiß nicht, ob das eine Kette ist oder ob das ein. Ich schätze mal, dass es eine Kette ist. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Kette ist. Müsst ihr mal schauen. Dort müsste es die auch geben. Die ist echt schön. Die hat halt ganz viele Glitzersteinchen. Wenn ihr schon morgen Dynamite des Tages werden wollt, dann müsst ihr dieses Video ganz fleißig kommentieren. Was machst du? Dasselbe wie du. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn ihr wollt, ihr noch 2, 3, 4, 5, 6. Wie das funktioniert, das seht ihr dort. Wartet. Da. Dort oben gelangt ihr zu einem Vlog, den ich euch verlinken werde, den ich mir jetzt auch angucken werde. Ansonsten würde ich sagen, bis morgen. Um 18 Uhr. Auf Wiedersehen. Abonniert uns. Tschüss. Tschüss.